Die Idee, Archäologie und Computergames zusammenzubringen, hört sich zunächst ein wenig bizarr an. Forscher, die Spiele ausgraben? Vielleicht alte Cartridges aus der Atari-Zeit? Nein, ganz anders. Archeogaming, eine Wortschöpfung aus Archäologie und Gaming, will die Videospielkultur erforschen, und zwar mit Methoden und Konzepten aus der Archäologie. Denn Archäologie ist weit mehr als im Staub nach alten Artefakten zu suchen, sagt Professor Lorenz Winkler-Horacek. Natürlich ist es so, dass die Grabungsarchäologie immer diejenige ist, die im öffentlichen Bewusstsein am stärksten verankert ist. Also wenn jemand Archäologie hört, dann denkt er, hol dir den Spaten raus und dann graben wir erstmal. Das ist nicht immer so zwangsläufig der Fall. Per Definition ist es die Rekonstruierung der Geschichte durch die materiellen Hinterlassenschaften. Das klingt jetzt ein bisschen verschroben, ist aber sozusagen die genaue Situation. Man kann es etwas salopper sagen, also das ist sozusagen die Rekonstruktion der Geschichte durch Objekte. Archeogamer betrachten ein Computerspiel als Ausgrabungsstätte. Die Spielewelten, die sich die Entwickler ausdenken, die virtuellen Räume, die Straßen, die Gegenstände, sogar die Geräusche und die Musik erlauben den Forschern Rückschlüsse auf die Gesellschaft, auf ihre Normen und Regelwerke. Computergames sind Zeitdokumente und sie verraten viel über die Welt, aus der sie stammen. Der Journalist Dom Schott hat einen YouTube-Kanal gegründet, um Archeogaming eine Plattform in Deutschland zu bieten. Wenn man jetzt die Idee des Archeogamings im Hinterkopf hat, gehe ich in der Stadt zu diesem Tempel und schaue ihn mir an und gucke mir an, wie haben die Entwickler zum Beispiel die Ruinen platziert? Könnte ich daraus irgendwie Rückschlüsse ziehen für die Kultur, die dort lebt? Man selber mit Methoden der Archäologie, also zum Beispiel Befunde anzusehen oder irgendwie sich Gräber in der Spielwelt anzusehen, dass man selber die Geschichte des Volkes rekonstruiert, die Entwickler vielleicht gar nicht so im Kopf hatten. Der Archäologe und Gamer Andrew Reinhardt dachte sich im Jahr 2010 Archeogaming aus. Er machte vor, wie man die Architektur analysiert, wie man Schlüsse zieht aus der Interaktion der Figuren, wie man die ganze Geschichte betrachtet, aber auch ihre Fehler, Defekte und Abstürze. Dom Schott versucht einerseits in seinem YouTube-Kanal die teils sehr komplexen Lehren von Reinhardt etwas zugänglicher aufzubereiten. Andererseits wird Archeogaming immer eine Betätigung für Detailversessene bleiben. Vereinzelt können wir im Dorf kleinere Steinaufhäufungen entdecken. Unbearbeitetes Felsgestein wurde hier aufeinander gestapelt, während einzelne Objekte auch mit schwer zu identifizierenden Mustern verziert wurden. Wie ihre Kollegen auf den Ausgrabungsstätten dokumentieren die Games-Archäologen ihre Fundstücke akribisch. Also man läuft dann mit dem Spielcharakter an den Steinen entlang und dann wird notiert, wie breit sind diese Steine. Wenn ich jetzt so eine Schwerkraft-Engine drüberlege und jetzt hier einen Stein rausziehe, wie fällt dieser Tempel auseinander und sieht er dann so aus wie in der Spielwelt? Und dann versuchen sie es quasi zu rekonstruieren, was passiert ist, dass der Tempel so aussieht wie in der Spielwelt jetzt. Als kleinen Extrabonus dürfen Archeogamer dann doch sogar mal in der Offline-Welt graben. Publisher und Verkäufer schmeißen regelmäßig überflüssige Spielekopien auf Müllhalden. Dort graben Archeogamer sie dann wieder aus. Das berühmteste Beispiel, das Videospiel zum Film E.T. Es gilt als eines der schlechtesten Games überhaupt und verkaufte sich katastrophal. Die Hersteller vergruben daher tausende Cartridges in der Wüste von New Mexico. Für Archeogamer beginnt der Spaß dann, wenn für andere das Spiel zu Ende ist. Die Gamerin und Journalistin Lisa Ludwig glaubt, dass man während des Spielens vieles übersieht, was erst Archeogaming an die Oberfläche holt. Man kann sicherlich auch daran ablesen, was inhaltlich passiert, was gerade wichtige Themen sind. Also ich meine, es gibt ja genug Spiele, die auch bestimmte politische Diskurse aufgreifen. Gerade diese moralischen Fragen, die Videospiele ja oft aufwerfen, gerade wenn es so ein bisschen umfangreicher ist und wenn man sich dafür entscheiden muss, welche Spezies darf es überleben und welche nicht. Ich glaube, dass sich das auch sehr, sehr gut sozialstudienmäßig auswerten lässt. Archeogamer wenden wissenschaftliche Methoden an, sie denken wissenschaftlich und sie begreifen sich als Wissenschaftler. Die traditionelle akademische Welt begegnet dem jungen Forschungsgenre bisher trotzdem noch mit Skepsis. Zwar dauerte es auch bei Computergames eine ganze Weile, bis sie als Kulturgut anerkannt waren. Eine Wissenschaft, die sich durch Games gräbt, ist allerdings bislang noch Ausgräbern und Gamern suspekt.